Moin zusammen. Diesmal gibt es doch nochmal Zeitraffer. Wir haben wieder erwarten, die Chance bekommen, den Putzer noch mitzuerleben. Ihr seht hier, wie in Windeseile die Fugen verputzt werden. Und es sieht aus wie ein Ameisenhaufen, aber man kann auch hier schon sehen, wie anders das Haus wirkt. Trotz Licht und Schatten auf der Aufnahme ist es eine altweiße Fuge. Und zack, kommt das Gerüst weg. Und zum ersten Mal sehen wir unser Haus wirklich ohne Gerüst. Und weil das so schön ist, zeige ich euch das jetzt mal von dem Dreckhaufen, der leider immer noch im Garten liegt. Wir finden die Kombination aus leicht rotem Klinker mit grauen Fenstern und schwarzem Dach ziemlich schick geworden. An den Fenstern ist noch ein Rest weiße Folie, deswegen täuscht es ein wenig. Jetzt nehme ich euch mit auf eine Roomtour. Wie man sieht, ist der Estrich drin und die Wände sind auch so weit vorbereitet, dass der Maler endlich kommen kann. Rechter Hand, wenn man reinkommt, befindet sich das Gästebad. Das haben wir ein wenig vergrößert. Die Dusche hat ein wenig Raum aus dem ehemaligen Technikraum bekommen. Die Technik ist ja bei uns in den Keller gewandert. Wie ihr seht, fangen auch die Sanitärleute bald an. Im Eingangsbereich gibt es eine Besonderheit. Mit dem Fliesenleger haben wir nämlich schon gesprochen. Und dieser blau markierte Bereich, das wird unsere Fußmatte. Die Fußmatte wird in den Boden eingelassen, das heißt, hier wird explizit nicht gefliest, damit wir eine bodengleiche Fußmatte haben. Ich finde das sehr viel schöner als diese typische Stolperfalle, die man sonst immer hat. Geradeaus durch geht es ins Gästezimmer. Ihr seht hier auch schon ein paar Farben an den Wänden hängen. Das Gästezimmer wird auch einigermaßen geräumig. Unsere Schlafcouch passt da ganz prima rein. Hier rechter Hand kommt eine Garderobenecke hin und hier vom Treppenhaus geht man als erstes rechts ab in die Küche. Da kommt eine Schiebetür hin und hier besagter Luftraum auf der rechten Seite wird dann die Küchenzeile stehen und linke Hand, eben wo man oben drauf guckt, wenn man von der Galerie ausschaut, da wird, wo ich jetzt gerade noch durchgehe im Übrigen, das wird später nicht mehr möglich sein. Da kommt eine Kücheninsel hin, die schließt an die Wand an. Das hier ist unser Wohnzimmer. Da, wo ich gerade stehe, kommt der Esstisch hin und hier nochmal Blick auf die noch nicht vorhandene Küche. Könnt ihr bei Instagram sehen, wie das Ganze in der Küchenplanung aussieht. Aufmaß wurde auch schon genommen, das ist ja immer möglich, sobald Estrich drin ist und sobald die Wände verputzt sind. Wir gehen ins Treppenhaus und gehen in die erste Etage. Noch über die wackelige Bautreppe, unsere Treppe kommt in 2 Wochen, dann wird auch das nicht mehr notwendig sein. Schick, hier ist auch kein Geländer. Das heißt, interessanterweise kann man ohne Geländer wunderbar hier drauf gucken. Und ihr seht es vielleicht in der rechten unteren Ecke, ist ein Stück Estrich abgebrochen, hat unser Bauleiter aber schon gesehen und ist kein Problem, wird dann einfach nochmal gemacht. Kinderzimmer sehen wir hier an der linken Hand, wenn man die Treppe hochschaut. Und die sind auch sehr geräumig. Wie ich finde, auch hier kleben schon Farben an den Wänden, die wir mit dem Maler besprochen haben. Der hatte auch noch Tipps gegeben, auf welche Wand man dunkle Farben machen soll. Idealerweise da, wo am meisten Licht hinkommt, sonst wirkt der Raum sehr gedrungen. Kein Hexenwerk, aber auch die Durchsprache mit dem Maler hat sich gelohnt. Wir haben noch mal ein paar Tipps und Tricks bekommen. Das nächste Zimmer ist das andere Kinderzimmer. Da seht ihr hier auch die Wandnische. Wir haben hier nochmal eine Trockenbauwand einfügen lassen, damit wir ein kleines Regal in den Flur bauen können, damit die Kinder zum Beispiel da ihre Spiele reintun können. Alles, was geteilt wird, kommt dann in den Flur. So, hier wird auch fleißig gelüftet. Der Estrich wird ordentlich durchgeheizt. Und wie man hier unten sieht, gibt es in einigen Räumen so ein paar Fähnchen, Plastikfähnchen, die aus dem Boden ragen. Da wird später, bevor der Fußboden kommt, wir lassen Fußboden in Eigenleistung verlegen. Und an diesen Stellen kann die Feuchtigkeit des Fußbodens gemessen werden, weil rundherum nicht so viel Fußbodenheizung ist und das dann keine Messwerte verzerrt. Genau, nächste Wandfarbe. Ihr seht, es wird alles andere als ein weißes Haus. Und dann gehen wir erst ins Badezimmer. Hier haben wir auch schon mit dem Bauleiter des Fliesenlegers alles besprochen. Das heißt, welche Bodenfliesen, welche Wandfliesen werden bis wohin verlegt. Normalerweise hätten wir jetzt schon die Badewanne. Das war allerdings nicht möglich, weil es einen Transportschaden gab. Das heißt, die Badewanne musste nochmal bestellt werden, ist aber soweit kein Problem. Ihr seht hier auch, der Bauleiter des Fliesenlegerbetriebs hat ein paar Notizen gemacht, sodass der ausführende Fliesenleger wiederum
genau weiß, was an welche Wand kommt, bis wohin. Wir haben glasierte Kanten, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, anstatt Alukanten und Profile. Wir gehen weiter in unser Schlafzimmer. Durch die Ankleide, hier werden schätzungsweise erstmal unsere Pax-Kleiderschränke des bekannten schwäbischen Möbelhauses stehen und gelüftet wird hier auch fleißig. Dieser abgebrochene und ziemlich verschrammte Griff wird nicht dranbleiben, das ist rein für die Lüftung. Und hier seht ihr nochmal unser Schlafzimmer und wie das jetzt aussieht. Wir haben da schon ein paar Mal einen Blick reingeworfen, auch im KNX-Video, was ich an dieser Stelle verlinken werde. Und auch hier seht ihr gleich wieder in Großaufnahme, steckt so ein Fähnchen im Estrich, damit auch hier die Restfeuchtigkeit gemessen werden kann. Dadurch, dass der Estrich einen bestimmten Zusatz hat und schnelltrocknend ist, werden mit normalen Messungen nie vernünftige Messwerte rauspurzeln, hat man uns erklärt. Deswegen muss da ein Spezialbetrieb kommen und messen und diese Messwerte, die ja eigentlich falsch sind, richtig interpretieren. Ich weiß nicht, ob das unser Fußbodenbauer mitmacht. Ich hoffe es einfach mal, weil sonst kostet uns der Spaß natürlich wieder Anfahrt und Messung und mit Sicherheit dreistellig. Möchte ich gerne vermeiden, bevor wir den Fußboden verlegen lassen. Das war's im Obergeschoss. Also geht's jetzt runter in den Keller über die einigermaßen sichere Bautreppe. Bin froh, dass ich keine Leiter steigen muss, aber ich bin noch froher, wenn endlich unsere Treppe da ist. So, hier seht ihr auch unten schon ein paar Löcher in der Wand. Da werden hinterher unsere Einbaustrahler hinkommen, die jede dritte Stufe beleuchten und das Treppenpodest jeweils einmal das ganze Treppenhaus durch. Und ihr seht hier, fehlen die verputzten Wände und ich muss gerade mit dem Licht handeln, damit ihr überhaupt was seht. Netterweise ist der Strahler noch da. Das heißt, dieser Keller wird, außer dass er weiß gestrichen wird, genau so bleiben. Das heißt, es wird weiße Farbe auf die Betonwände und auf die Ütungssteine gepinselt, ist aber tatsächlich nicht so wild, weil das werden Vorratskeller und Technikkeller. Wie gesagt, die Technik ist hier runtergewandert und wir haben wirklich ausreichend Platz für einen überdimensionierten Stromkasten. Mittlerweile ist da auch mehr Ordnung reingekommen. Die Kabel sind alle beschriftet. Das heißt, der Elektriker wird sich hier auch wahrscheinlich mit einem hoffentlich sehr bequemen Stuhl irgendwann einrichten und das Ganze noch verkabeln. Und dann kommt unsere Eigenleistung, indem wir KNX programmieren. Dazu gibt es später sicherlich auch noch mal ein Video. Eine weitere Kleinigkeit, auf die ich euch noch gerne hinweisen möchte, ist, wir haben einen Fußbodenwechsel vom Flur in diese Rohräume. Und hier sieht man ganz gut, dass dieser Fußbodenwechsel auch im Estrich schon berücksichtigt ist, denn wir haben unterschiedliche Aufbauhöhen und am Ende die Lauffläche wird dann wieder eben sein. So, nun nehme ich wieder das Licht mit und ab geht's in unsere beiden Wohnkeller. Wohnkeller heißt bei Viehbruck, wir bekommen natürlich in Eigenleistung unseren Fußboden. Es sind aber verkleidete Wände, die genau die gleiche Wandbeschaffenheit haben wie in den anderen Wohnräumen im Obergeschoss und im Erdgeschoss auch. Und man kann hier sehen, der Heizkreisverteiler sitzt in dem einen Zimmer. Hier haben wir uns zwei Fenster gegönnt, weil das auch teilweise ein Homeoffice wird und die Spielehöhle des Bauherrn. Auch hier kommt noch eine dezente, nicht ganz so dunkle Wandfarbe hin, weil der Raum doch relativ dunkel ist. Ich halte euch auf dem Laufenden. Nächste Woche bekommen wir das Angebot des Malers, weil natürlich wird weiß gestrichen, aber farbige Wände kosten Aufpreis, weil dann doch noch dreimal, haben wir uns sagen lassen, auch mit der Farbe darüber gegangen wird. Das war's von der Roomtour, das war's aus dieser Woche oder aus den letzten beiden Wochen. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit KNX weitergeht, wie die Fliesen aussehen, welchen Look wir uns ausgedacht haben, wie die sonstige Inneneinrichtung wird und ob wir endlich irgendwann einziehen können, bleibt dran, abonniert den Kanal und wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like und dann sehen wir uns schon bald wieder.